Ja, 2018 ist eigentlich super angefangen. Ich war vorbereitet wie noch nie. Habe so viel Sport gemacht wie noch nie, habe mich gequält wie noch nie. Also ich würde sagen, dass ich noch nie so fit war. Und ja, ich habe mich leider dann verletzt direkt Anfang der Saison im Stendal. Habe ich mir die Mittelhand gebrochen. Bin damit aber weitergefahren und ja, kam dann direkt die nächste Verletzung dadurch. Habe mir dann an der anderen Hand den Kapsel den Daumen kaputt gemacht und ja, bin damit dann natürlich auch weitergefahren, konnte aber trotzdem noch gute Ergebnisse einfahren, Podiums bei der DM und Top 10 Ergebnisse nach Masters. Aber dann im Bierstein habe ich mir halt mein Knie richtig zerstört. Habe mir Innenband, Außenband, Meniskus und Kreuzband gerissen und ja, wurde direkt operiert in Kiel. Eine Woche später habe ich direkt ein Krafttraining weitergemacht, wie ich aus dem Krankenhaus kam, und dadurch bin ich gar nicht in so ein körperliches Loch gefallen. Bin dann nach 5 Monaten das erste Mal wieder gefahren, so ein bisschen Freeride. Ja, und ja, das ist jetzt 6 Monate her. Bin jetzt wieder seit 2 Wochen richtig am Trainieren mit meinem neuen Team, meinem Motorrad. Ja, die KTM ist auf jeden Fall ein Motorrad, die du aus der Kiste nehmen kannst, wo du direkt losfahren kannst. Wir haben jetzt ein paar Testtage in Italien gehabt und haben schon mal ein bisschen mit dem Fahrwerk umgestellt und Lenker ausprobiert und so weiter. Und ja, wir sind jetzt schon auf einem richtig guten Stand. Ich fühle mich richtig wohl auf dem Motorrad. Und ja, ich denke, dass mir das Motorrad persönlich besser liegt. Der Umstieg fiel mir schwer, weil ich das Team Castrol sehr mag und mir alle Leute da auch sehr ans Herz gewachsen sind über die letzten Jahre. Also es war auf jeden Fall keine leichte Entscheidung. Aber trotzdem habe ich mich dafür entschieden, einfach was Neues zu machen und mich einfach vielleicht auch sportlich nochmal weiterzuentwickeln. Meine Ziele für 2019 sind eigentlich relativ einfach. Dieselben Ziele wie letztes Jahr. Ich will den deutschen Meistertitel haben oben und in der ADAC Masters Top 5 fahren und dazu noch ein paar WM-Punkte holen. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it was a news. Someone said, surrender retreat, we all in too deep.